Internet, Freunde, und willkommen bei Max Speed Shop. Wir sind ja gerade an der Blazer-Batterieaufladefahrt, nachdem die Kiste ja heute Morgen schlapp gemacht hat. Dann haben wir überlegt, fahren wir bei Vatern vorbei und gucken mal, was er an den Käferhäuser gemacht hat. Weil ich liebe da auch die Fragen, wieso habt ihr den Käfern verkauft? Wieso ist der weg? Haben wir gar nicht verkauft. Der steht noch nicht mal im Museum. Und wo der steht, seht ihr jetzt. Was ist denn hier los? Der Alte ist voll dabei. Psst, psst. Guck mal. Psst. Hört das? Na? Oh, ihr fragt euch ja, was ist aus dem Käfer geworden? Okay? So, ich hab so viel wo habt ihr den Käfer verkauft? Der ist jetzt weg. Wieso? Der war das so geil. Ey, das ist erstmal nicht mein Auto gewesen. Das war Vaterns Auto, haben wir für ihn geholt. Ne? Und er ist gerade hier dabei, macht jetzt den Corona-Conny mit Lampe auf dem Kopf, alles was geht. Ja, wegen dem Staub hier, ich habe einen schwarzen Bart schon. Das Geilste ist die Anlage von ihm. Wenn er jetzt, die geht nur lauter. Nur leiser machen will, es geht hier nur lauter. Ja, die kennt da nichts. Alles nicht mehr, das ist schon der Verstärker am Arsch, mein Gutholz steht da vorne. Ach, der Akai, der Gute. Also, wisst ihr jetzt ja, der Motor läuft jetzt ja, da läufst du ja richtig gut. Ja, gut, das läuft ja gar nicht mehr, weil ich jetzt wieder alles auseinandergerissen habe. Hast du mal den Tank angeguckt von N jetzt? Nein, bin ich noch nicht zugekommen, aber mache ich morgen. Ich bin morgen nicht hier, übermorgen. Hast du mal die Lichtmaschine durchgemessen jetzt? Nein. Du mal den E-Motor laufen lassen? Das ist völlig unnötig. Um die neu zu magnetisieren? Dann geht die wieder. Ja, die muss man eben verkehrt rum anklemmen, das weiß ich vorher. Das kann ich auch probieren, aber das muss doch jetzt nicht sein. Naja, hast du wieder recht. Eventuell baue ich den Motor sogar noch aus. Ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich... Jetzt doch noch? Ja, ich habe wo ich heute war, bei Hornberg. Ich wollte eine Flasche Acetylen holen. Ne? Wieso hast du noch eine bei mir? Nein, das ist noch halb voll oder viertel voll. Das ist nur Schutzgas. Ja, ja. Ich brauche hier zum Schutzgas. Ach, du willst mit einem Brenner arbeiten, da bezahlst du richtig Geld für heutzutage. Ich habe, also die Flaschen kannst du nicht leihen da. Ja. Musst du ja neu kaufen, die kostet 100, aber die ganz kleine Flasche. Was ist insgesamt dabei, wenn du das alle kaufen würdest mit Füllung? 250. Boah, tut aber weh, aber gut. Ich werde ja überlegen, ich hätte das nicht gleich. Ah, du brauchst die ja, dann musst du sie heiß machen, manche Schrauben, ne? Das geht alles gut, guck mal, wie die Schrauben rausgehen. Sag mal. Da guckst du den Hut ab, das stimmt. Ja, aber da sind ein paar andere sind da noch die. Sag mal, was ist die Hinweisaufnahme denn hier in der Ecke hier? Ist sie weg? Ne, da ist sie durch. Das ist aber. Das haben wir vorher schon gesehen. Das wäre normal. Das geht nur in den wichtigen Stellen. Aber allgemein hat er hart Gammel, ne? Ja, gut, aber das ist aber alles noch im grünen, was heißt im grünen Bereich. Du hast schon Schlimmere gehabt. Von innen ist der total durch. Echt? Ja, gut, das ist. Fahrerseite, ne? Innere, ja, habe ich auch gesehen. Ja. Guck mal hier. Hier, das Blech war klar. Das wussten wir schon vorher. Guck mal, wenn ich jetzt ganz Sauerstoff hätte, ne? Dann könnte ich mir die schönen runden alles, die Bleche. Das kannst du wunderbar warm machen. Ja, klar, dann kannst du ein neues Blech bauen. Das kannst du mit dem scheiß Schutzgas nicht. Nein, das schaffst du nicht. Keine Chance. Oh mein, auch sonst aber die wichtige Diet, das ist alles gut. Ja. Hier ist er weg, da geht aber noch. Ja, Hinterachse geht auch noch. Der ist durch. Das ist ordentlich verlustig. Mein Gott, das ist 50 Jahre alt. Ja, aber wir müssen kurz gucken. Ich find das auch nicht. Das haut mich jetzt noch nicht so um. Ja. Aber gut, das will ich umhauen, habe ich ja schon gesehen. Ich kann dir schon mal zeigen, was mich umhaut, was nämlich scheiße ist. Erzähl, zeig an. Aber das gibt es Gott sei Dank. Das wusste ich, dass es da Reparaturmittel gibt. Guck mal da. Da habe ich. Ah, da gibt es ein Blech für, echt? Da gibt es ein Blech hier. Die werden hier so angesetzt. Und ich habe noch welche gefunden, die letzten beiden. Was kosten die? Nix. 27 Euro oder so. Das geht ja noch. Aber das Schlimmste ist das hier. Na, guck mal, da ist die ganze untere. Aber der Rahmenkorb selber, wenn du hier reinguckst, der geht noch, ne? Ja, der Boden ist sowieso gut. Das ist also jetzt... Das ist geil. Ja, das ist ärgerlich, weil ich hatte da so ein Dings abgehebt, das kann ich gesehen, dass ein Kabelbaum läuft. Scheiße. Ja gut, aber das ist nicht so schlimm. Den kann ich mal oben rausziehen. Ja, den kannst du auch flicken, notfalls. Ich kann den da oben rausziehen und kann den oben neu... Aber du hast recht, ne? Im Innenraum ist der echt durch, ne? Wenn du so reinguckst, das Kabel, das kannst du ja schon... Ja, das ist... Da kannst du ja wirklich rein... Ja, das ist im Arsch. Ich würde ja gerne mal Licht gegenhalten. Ich glaube, da sieht man überall Löcher. Ja gut, das wusste ich, aber das ist alles nicht so schwierig zu hier spielen. Ja. Die Kante ist auch noch einigermaßen da. Ja, die Kante ist gut. Ja, alles gut. Der hier Hauptbremszylinder. Hut ist gut. Alles gut. Napoleon-Hut, sagt er. Ja, vorne heißt das Blech. Gut zu wissen, wusste ich gar nicht.
Die auch so solche Dinger in den Dinger rein, oder was? Der hat nämlich jetzt einen richtigen Träger reingesetzt, der hat verschraubt von unten. Ja. Da hat er wieder richtig Halt jetzt. Die ist geil, das stimmt. Und da kommt ein Blech vor. Ja, da kommt ein Blech sowieso bis unten. Da muss ich dieses. Da ist alles zusammengefuscht. Das ist echt der Hammer. Noch schlimmer gefuscht als ich. Du hast aktuell noch nicht mal ein Schweißgerät am Start, oder? Nee, ich hab nichts. Deswegen kannst du nur. Ich bin erstmal am Auseinanderbauen und am Gucken und Tun und Machen. Das ist es ja. Am Sauer machen sieht man am Boden ja schon, ne? Ja, auch, ja. Guck mal, das ist normalerweise ist hier alles weg bei so einem Auto. Das ist doch okay. Haben wir das? Frauenblech ist dann auch gut. Ja, gut. Das aber klar, du siehst natürlich jetzt, wenn du solche Arbeiten wie jetzt machst, dass natürlich viel mehr kommt. Aber drüben ist schlimmer. Ja, das haben die da überhaupt, weil die das hier, das ist auch alles zusammengeflickt hier. Da waren sie schon mal bei, sagst du. Ja, gut, aber das kriegt man wieder hin. Ach, schon eingesprüht, da sieht man. Das ist alles, hab ich letztes Mal bei dir gemacht. Ach. Das ist alles noch original. Der ist auch hier hinten ein Stück durch. Den Schweller krieg ich wieder hin. Schweller? Ja, ein bisschen Liebe braucht er auch. Aber ja, sonst, gut, da kommt ja das Dings vor. Und das Trittbrett war total tot, ne? Total krass. Wollte ich gerade sagen, das wäre ganz weg gewesen. Ja, immerhin ist alles gut, aber komischerweise ist das Trittbrett hier weggegammelt komplett, ne? Ja. Und drüben war noch gut, obwohl da drüben schon von Rost ist eigentlich. Nee, drüben haben die einen ganz neuen Schweller eingeschweißt. Ach! Aber der hat auch wieder so dilettantisch, also so keine Lust, keine Zeit. Hier auch ein Geschirr. Das ist von innen, kannst von innen schweißen. Da kommst du ran, ja. Da kommst du gut ran, das habe ich alles hier, das ist schon die Matte. Das ist das Loch, das kann mehr ist da nicht. Nimmst du das Häuschen runter? Nee. Ist du drauf? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, habe ich jetzt wirklich keinen Bock mehr. Jetzt werde ich dazu. Ist das auch Hauptsache TÜV? Da, wo ich das losschrauben kann und Blech untersetzen kann, mache ich das natürlich. Ja, klar. Nur ich weiß, dass du das so machen wirst, dass das stabil ist. Ne? Ja, klar. Ich meine, du wirst ja jetzt nicht eben wieder den ewigen Scheißer reinschmieren. Das weiß ich selber auch. Ja, kommt schon Blech rein. Und ich meine, wenn du da schon so einen Winkel reinschweißen, denken, ist ja auch gut. Ja. Ist schon nicht schlecht. Und hast du noch böse Überraschungen gefunden bei dem Ding? Nö. Das war nicht geahnt. Ja. Aber so, die Trommel sieht doch relativ gut aus, ne? Aber weißt du, wenn ich die Sitze hier raus hätte, das ist das einfachste von der Welt. Ja. Du bist verzweifelt. Wieso? Ja, weil überall Dreck war und dann sitzt, hab ich mal sauber gemacht. Ich dachte, da muss ja irgendwo der Anschlag sein, dass du den über den Anschlag wechseln. Das kannst du einfach so eine ganz kleine Feder ist dran. Brauchst nur runterpicken, den ganz kriegst du den Sitz. Und fertig, denkst du? Warte, ich zieh jetzt mal den Dreck ab. Ich hatte einen Hass. Du glaubst an mich. Der Band ist auch nicht so geil gewesen, wie ich drauf gepappt hab. Ein Hass. Guck mal, und die Seite ist heilig. Den brauche ich nichts machen. Stimmt, da ist auch kein Riss, hast recht. Ich habe noch eine gekriegt, da muss ich die ist natürlich auch dünn, wenn damit rumpickert ist. Ja, gut, da kannst du auch einen draufsetzen, notfalls. Aber ich habe ja keine, ich hab nur noch zwei gefunden. Und die Gummis sind auch wie bei Harry Tubolinos. Ja, die sind gut. Das ist wie bei Harry Tubolinos, die sehen genauso scheiße aus. Das ist alles gut, da macht nichts. Ist halt alt. Aber sonst, guck mal, wenn du Radkasten anguckst, der geht echt noch, ne? Ja, sicherlich. Und da hier, da musst du gucken. Das ja, ist wichtig beim Kiefer. Da ist alles gut. Das stimmt. Ist alles gut. Guck, das ist der Benzinhahn. Ja, das ist alles gut. Der Benzin, da wollte ich eigentlich erst anfangen, weil ich gesagt machte mal erstmal. Hast du, aber Tank weißt du noch nicht, wie der aussieht? Nein, der Tank ist alles noch nichts mehr. Hast du ihn gerade so, dass du das runterfahren kannst? Lass mal reingucken, was wir so angucken können. Kann von hier reingucken. Hier ist das. Aber komm mal den Zug gar nicht ran so. Lass jetzt auch. Ah, das ist aber interessant, weil der Tank ist wichtig. Der Tank ist nichts. Die haben damals auch versucht, den laufen zu lassen. Ja. Und dann haben sie den Tankschlüssel nicht mehr gehabt. Dann haben sie den aufgeknackt und Sprit reingekippt. Ja. Weil sie meinten, der hat Sprit. Und haben offen gelassen. Ja. Aber ich glaube, das war ganz gut. Weil ich hatte nämlich beim Mofa-Fahren, also bei Nico, in den Simson, erfahren, wenn der Tank oben offen ist, gammeln die nicht so extrem. Ja, mach wohl sagen, das so schlimm wird er nicht werden, glaube ich. Ja, hoffentlich. Ne? Wer scheiße? Guck mal, Lenkungsdämpfer da. Das ist dieses. Der ist ein bisschen feucht, das habe ich auch gesehen. Ja. Da kommt der neue, der kostet auch 26 Euro. Jetzt will ich mich erstmal ein bisschen auf die eine Seite von dem. Ja, pass auf. Ich bin eigentlich nur zufälligerweise jetzt hier, weil mein Blazer heute Morgen nicht wollte. Ich hab Scheinwerfer angelassen, war Batterie leer. Dann habe ich den. Pass auf, ist ziemlich lustig. Dann habe ich ich mit Powerbank dran gemacht, die ich da habe, die mal so ein bisschen hilft. Ja. Ne? Hat nicht erkannt, die Batterie, weil die Batterie leer war. Wenn Tiefenladen ist, erkennen die das nicht. Ja. Scheiße. Naja, ich hab dann keine Batterie gehabt, nix, weil ich hab die so scheiße geparkt vorne. Dann hab ich den Cherokee hinten abgeladen, der wäre noch angemeldet. Ja. Und bin in den Cherokee nach zur Halle gefahren, hab ein paar Batterien geholt, bin heute Abend jetzt mit dem Puls zurückgefahren und hab mir jetzt gebrückt und jetzt fahre ich direkt die Batterie wieder voll. Mhm. Scheiße, wollte ich eine Batterie einbauen?
Eine nagelneue, ja. Liegen gehabt. Na, richtig gute nagelneue Batterie, passt nicht, weil Pole andersrum. Wie bei der Mitsubishi. Ja, das kenne ich. Scheiße. Warum schmeißt du die weg? Ja, diese Batterie ist trotzdem neu. Das geht ja, auch gut, noch. Aber das ist alles scheiße. Die Tür hängt auch, da muss ich auch bei. Aber die Tür hängt vielleicht schon hier, wenn fertig ist oder nee, nicht. Nee, das, meinst du? Weil der Rahmen, der ist zu leicht. Ja. Aber das kriege ich auch hin, das ist nicht das Problem. Ja, die Tür wird ja noch kernig. Die hast du ja letztes Mal hochgezogen, weißt du noch, und dann ist sie nicht abgebrochen. Also will die noch einen guten Job machen. Ja, dann musst du halt, das ist halt jetzt ein Mix aus Gurkenprinzip und hier und Notreparatur. Nee, ich steck da ja auch Geld rein. Ich muss ja aber ich traue mich jetzt nicht, die Türen aufzumachen, mein Käfer. Brauch ich auch nicht, dann kannst du die andere Seite auch mal gehen. Dann lass doch nochmal, überlass das ja. Meinst du, wegen Steifheit? Was meinst du? Dann ist alles gut, dann geht's. Hundertprozentig. Es geht mir nur mal zu gucken. Und mal so gucken, wie viel Licht da reinleuchtet von außen, weißt du? Ja, kannst du recht, denn? Nein, da ist doch ein Loch. Ach du Scheiße, ist ja komplett weg, ja, das Ding. Ja, das ist ein Loch, das war nicht. Ja, so erzähl das, sag das ja. Und da vorne, hier sehen wir die Löcher, muss man hier hinfassen. Da hinfassen. Mal. Für die Heizung. Ach da, ja. Die ist noch gut, ja. Das ist ja ein Ding für sich, Alter. Das ist echt ein Ding für sich. Ja, da mach ich schon. Das ist nicht, ich hab da, also Schweißarbeit, muss man sagen, eine Woche. Oder eineinhalb. Ja, bist du locker bei. Aber sonst hast du eine Hasen wie einermaßen kernig. Eineinhalb, dann ist der, ja. Ist der von, dann steht der, ist der stabil. Und dann muss ich mal sehen, dass ich neue Reifen kriege und dann ich hier kriege. Ja, ja, klar. Ja, das gucken wir dann. Reifen. Ich kaufe mir die olle Acetylenflasche. Weißt du, der hier Mensch hier, der vom Antiquitätenladen in Friedeburg, der hat mich letztens angerufen. Ja, ja, den kenne ich. Der hat für mich, ja, Sache. Der hat so einen Kasten mit hier. Schweißsachen, da hier diese hier mit diesen Düsen. Ja, geil. Kannst du mal rausholen, wenn du mal da bist. Ja, glaube ich, fahr vorbei. Ja, ich kaufe mir dann mal die Flasche. Ja. Die hätte ich mir heute beinahe schon gekauft. Ich kann mal den Deckel abgucken, dann mal gucken, wie die Ventile aussehen, aber ich traue mich nicht. Ein Spiel, doch, das ist alles gut. Der Motor ist nicht mehr feucht. Der Motor ist wirklich gut. Der Motor ist besser als ein ganzes Auto. Den kannst du auch irgendwann anders einbauen. Auspuff ist natürlich platt, ist klar. Ja, wenn ein neuer Auspuff rankommt, dann kriegst du das Geld ja wieder. Ja, die Schalldämpfer müssen raus, ganz wichtig. Was? Die Schalldämpfer braucht keinen. Hier, pass auf. 50. Weißt du, wenn ich den mal, die baue ich aus, den schön hier abgeschliffen. Dann kommt Fake Silber raus. Dann kommt nicht Silber hier, schwarz. Oh, Design. Aber dann fällt er durch, der ist auch kaputt. Das mit dem Schalldämpfer drin. Ja, ich wollte gerade sagen, deswegen ja. Gibt es so Aussetzschalldämpfer dafür, dass sie lauter werden? Ja, will ich. So, der Keilriemen, der kriegt nach TÜV, den kannst du auch weiterfahren. Was ist das überhaupt für ein Motor? Das will man noch nicht. Warte mal, wir haben mal geguckt, da ist der Pierburg. Da steht der Buchstabe. Stimmt, machen wir jetzt auch. Da vorne muss der Buchstabe. 034. Da ist die Nummer, da ist die, brauchen wir nicht. Davor steht die. Da steht ein VW-Logo, Alter. Ja, das ist das dahinter. Und das hat ein E oder sowas. Schwer zu erkennen. Schwer. Ein VW-Zeichen, das erste. Guck mal, der Drahtbürste, geht viel besser damit. Schön mit der Drahtbürste reinsammeln. Nimm die eine da, die da ist, die goldene, genau. Die hatte ich auch im Kleinen. Voll egal, du kommst ja irgendwie ran. Da, X. D. D ist richtig. D343, keine Ahnung was, D. Das ist der meistgebaute Motor. Also meinst du, wo du den meisten Teil dafür kriegst? Ja, die sind ja fast alle gleich, ziemlich gleich, aber ja. Da gibt es noch alles für. Ja, ist doch geil. Willst du mehr, Alter? Ja. Ja, wie gesagt, sonst vom Motor immer gar keine Gedanken. Der macht überhaupt gar keine bösen Geräusche. Der läuft ja wirklich gut. Der rollt auch sonst gut, der lenkt gut. Und ja, die Bremsen sind auch noch fast tüffig. Die Handbremse ist geil. Kannst sagen, was du willst. Die ziehst du an, den blockiert sofort. Das Gute ist, wir müssen den Eulen, manchmal für eine Quälerei ist, den Eulen der Hauptbremsen raus. Das wird geil. Überholst du den alten wieder? Ja, da klebt nur die Sätze für. Siehst du, dann ist er aber von innen verschraubt. Alter, ich habe letztens erzählt, dass ich einen Fanpack gekriegt habe von Clipex. Nee. Clipex, der Hersteller. Ach, die habe ich in Dings gesehen. Alter, mit der Zange, die war so groß. Ja, ja. Ich kann die immer festhalten, so klein ist sie. Für Hannas neue Arbeitszange. Ja, aber das ist große Scheiße, habe ich mich damals auch schon vor gedrückt.
Ja, willst du machen. Kommst auch scheiße ran, ne? Ja, weil auch mit diesen Leitern. Ja, und dann geht sind. Und dann geht hier der eine rund und oh. Ja, aber bis jetzt bin ich zufrieden. Das geht alles. Ja, weißt du, es brennt natürlich drauf, ein bisschen pumpen. Fährst ja Glück. Beim Trabi habe ich schon so oft Glück gehabt. Der klebt ja, der hängt ja nur vorne. Das ist alles. Alter, also ehrlich, bei der Gurke, ne? Aha. Ich habe doch nie einen neuen eingebaut. Der hat so viele Lager rumgestanden. Der ging von selber. Irgendwann selber, einfach war ein bisschen komisch. Und irgendwann hat er selber wieder eingelaufen. Jetzt brennt das Ding wieder top. Schön tüffig. Schau mal, Hanna rostet schon für dich da hinten. Ja, gut. Das haben wir dann ja auch gesehen. Dann kannst du das ja auch dann bei deinen Jungs. Nein, das ist wie eben. Ne? Wir haben echt gefragt, wo ist der Käfer hin? Wenn ich mein Schweißgerät hier hätte, wäre ich schon viel weiter. Aber ich habe ja keins. Ja, kannst du mal, willst du mal einen Röhwag ausleihen? Ja, mein zweites. Ich muss meinen Tenor noch holen. Ich habe ja eins. Ja, dann ist es ein bisschen gurkig. Ja, oder kannst du dann mal ausleihen, dein? Nee, mein Hauptschweißgerät, ich habe ja zwei. Was ist denn das große gewesen? Ich habe zwei Schweißgeräte, das kleine und das große. Das kleine brauche ich aber selber. Ja, weiß ich. Das weiß ich auch. Ja. Was macht denn der hier? Genau, der Klinik, was dabei schon? Das ist genau für Bühne wie vorher. Dein Typ wollte kommen. Ja, er war da gewesen, aber hat es auch nicht hingekriegt. Geht nicht so raus? Nein, Antrieb, die Welle muss raus. Ich habe auch gegoogelt nochmal. Alle sagen, Welle muss raus und muss die Antriebswelle rausnehmen. Fragen von Marion. Jetzt machen. Aber die war heute da gewesen, aber ich war nicht da. Der hat mir wieder Kekse vorbeibringen. Nein, das kann ich. Hab ich ja gesagt, dass ich zu lange brauche. Vorher schon. Bin da voll in der Deadline drin. Aber anders als bestellt, müsste morgen ankommen. Ja, gut. Ne, dann kann ich das Ding wenigstens tauschen. Warum bin ich nicht da? Ich komme am Donnerstag vorbei und komme mit dir an. Ja, gut, klar. Hast du da irgendwie so billiges hier Rostungsmittel oder sowas? Ja, was heißt denn Rostungsmittel? Was brauchst du denn genau? So, was so. Ich ja letztes Mal hatte, dieses Eiszeug da. Hab ich nicht mehr. Ach, du meinst hier Rostlöser? So ein großes Ding. Muss mal gucken, ob ich noch was habe für dich. Ja, und wenn nicht, dann müssen wir da mal aufschreiben. Der kostet 2,99. Ja, ich weiß. Und da kannst du stundenlang mit arbeiten. Ist von Norma, diesen großen Dosen, meinst du, ne? Ja, das ist doch scheißegal. Ob der ziemlich geil. So lang dann alle mal. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war jetzt mal wieder Vater an seinen Käfer. Jetzt wisst ihr Bescheid, wo das Ding hin ist. Das Ding ist nicht weg. Dann kommen wir, wenn ich den durch den TÜV habe. Und hier, dann tauschen wir wieder. Ja, finde ich wieder irgendwas Lustiges. Nämlich wieder dein Dings da. Dein neuen, dein Chirurgie. Nee, der ist schon wieder verkauft dann, ja? Glaube ich. Ich glaube, der ist schnell weg, weil der wirklich gut ist. Aber du darfst nicht so billig verkaufen. Nein, den verkaufe ich auch nicht billig. Und wenn ich ihn halt zu billig verkaufen muss, behalte ich den einfach. Ja, ist doch nicht weg. Nein, aber dein Auto, den musst du hier deutschlandweit hier inserieren. Mach ich auch. Entweder bei eBay. Du, erst mal warte ich ein paar Angebote ab. Nur gucken. Bei eBay machst du hier Mindestgebot, Baum. Ja, bringt man aber nicht. Drei. Von innen. Gut. Leder? Ja, Vollausstattung. Ja, Limited. So wie der andere. Sitzheizung drin. So wie der andere. Nee, der ist ein bisschen anders, der ist moderner als der andere. Ja. Der ist halt von 2000, der Cherokee da. Der letzte XJ. Und keine Bendix! Der ist wirklich, der ist so schnell über den TÜV. Der Schadstoffeinstufung? Euro 3. Oh, ja. Aber 4 Liter, ne, dabei. 4 Liter, ja. Der gleiche Motor. So denn, naja gut, das ist unsere Gurke. Ihr wisst Bescheid, Käfer ist dahin und ja, dann bis zum nächsten Mal. Mir würde euch gar nicht zeigen, weil ich schon hier war. Munter. Kannst du sagen, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir einen Rotschritt. Ja, ich komme mal wieder vorbei. Haben Sie ja gefragt, ob ich das begleiten kann. Klar begleite ich das. Ciao.